Es gibt Studien, die zeigen, dass geringe Dosierung von Rotwein positive Effekte haben. Was hier aber übersehen wird, ist, dass nicht der Alkohol im Rotwein das die erklärende Variable ist, sondern ein Antioxidant, was wir Resveratrol nennen. Resveratrol kommt aus ganz bestimmten Weintrauben. Und Fakt ist, um auf eine Dosierung von diesem Antioxidant Resveratrol zu kommen, was wirklich signifikante Effekte auf unsere Gesundheit hat, müssten wir so viel Rotwein konsumieren, dass der gegenläufige Effekt von dem Alkohol definitiv stärker wirkt. Das heißt, netto gesehen ist Alkohol bzw. Rotwein nicht gesundheitsfördernd. Werden jetzt viele wahrscheinlich widersprechen. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu rein. Aber das ist die Faktenlage, die Stand jetzt gängig ist.